die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au. Au. Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze. Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das. Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit eintreiben kannst. Na klar doch. Dann besorgen wir mal ein bisschen Quallengelee. Und damit willkommen zurück zu SpongeBob. Oh. Es glänzt. So. Ja. Was haben wir hier? Was ist das? Also ich weiß schon, was das ist, ja. Das ist ein Karton. Aber... Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. So, ein Schlüpfer für Patrick. Ja, wir müssen halt auch diese ganzen bunten Coins hier einsammeln, damit wir uns nachher welche verkaufen können. Au, wow, wow. Super Combo. Okay. Was ist denn das hier eigentlich ohne Rakete? Was ist das hier? Das ist Schlamm. Okay, SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen, deswegen nicht in Schlamm fallen. Alles klar. Geschenke öffnen ist klasse. Geschenke, ja? Ja, schön melodische Musik hier dazu, oder? Das war ja knapp. Noch ein Schlüpfer? Aber habe ich ja genug. Eigentlich haben wir ja noch Schlüpfers, ne? So. Katsching. Ja, ja, wir haben ja noch Schlüpfer, deswegen können wir den da oben nicht mitnehmen. Oh, naja. So, da ist noch ein Roboter. Oh, jetzt ist ja aber Action da. Hier mal die Dinger erst wegmachen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich lang muss. Ich glaube, ich muss da wahrscheinlich tatsächlich einfach den ganzen Berg hoch, ne? Nehme ich mal an. So. Machen wir das hier mal alles weg. Was haben wir da? Oh, eine Socke. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ja, aber wie gesagt, schwimmen kann ich sicherlich nicht. Wo ich echt den Pfannenwender haben wollen würde. Gut, da bin ich einfach durchgefallen. Also ich nehme mal an, den kriege ich so nicht. Ich bin bereit. Okay, dann machen wir das halt irgendwann später. Hilft ja nichts, ne? Hilft ja nix, dann machen wir hier erstmal den Kla... Oh, da, ich glaube die Muschel da. Die öffnen wir mal, auch wenn es uns 100 von diesen Coins kostet. Aber...
Achso, da muss ich eh, um die Brücke frei zu bauen. Na gut, da komme ich eh nicht drum herum, um hier weiterzukommen. Ja, da sind noch ein paar von den. Achso, das sind die, ne? Muss auch der Pfannwender da unten sein? Jawohl. Da kommen wir leider noch nicht ran. Aber wir können bestimmt später kriegen wir irgendeinen Charakter, der schwimmen kann. Und dann wird es das schaffen wir schon, ne? Das holen wir uns noch. Genau meine Größe. Ah, jetzt war ich wieder zu voreilig, oder? Ne, hab doch noch alle erreichen können. Mal lesen, was? Eine Frierfrucht. Okay, nur Patrick kann die Frierfrüchte benutzen. Mal sehen, was das am Ende bedeutet. Na, boah, so. SpongeBob kann sich daran festhalten. Das gefällt mir ganz gut. So, hier den ganzen Mist mal einsammeln. Oh, hier können wir auch nochmal drauf hüpfen. Ja, das war hier schön, die ganzen glänzenden. Was haben wir da noch? Die ganzen glänzenden Dinger mitnehmen. Hier liegt ja viel rum. Okay, damit kann ich auch noch nichts machen, nehme ich an. Das wird dann irgendwie auch später kommen. Die ist hier stachelig. Na, mal schnell hier rüber hüpfen. Soll uns auch nicht treffen lassen, nicht wahr? Nein! Voll weggesoffen, ey. Unter Wasser abgesoffen, ne? Das ist einfach so geil. So, hier ist er voll gleich wieder. Wir waren gerade weggekommen. Okay. Achso, ja, die springen ja hier rüber. Da brauchst du ja gar nicht so tight sein, ne? Muss ja nur rechtzeitig. Jetzt brauchen wir hier. Ein bisschen Gas geben, okay, aber alles easy. Alles easy. Können wir das Ding hier irgendwie kaputt machen oder so? Ja. Sehr nice. Was geht ab? Hey, Gary. Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Bungee-Sprung. Okay, alles klar. Einfach nur gegenspringen. Das ultimative Randalier-Erlebnis. Ah ja, so kriegen wir den ganzen Krempel. Wie funkelnd. Hui! Ja, aber wie kriege ich denn den Pfannenwender jetzt, hä? Da kriege ich noch nicht. Aua! Ah ja, mit A. Kannst du ein bisschen mehr Gas geben. Gut, haben wir alles, ne? Haben wir jetzt da, wo ich vorhin reingesprungen bin, weil ich dachte, man könnte so den Pfannenwender abgreifen. Muss man per Bungee-Sprung regeln. Sehr geil. Hier diese Boutons, ja, da weiß ich nicht, was ich damit machen muss. Und King Jellyfish, wo ist der denn? Ja, dann muss ich wahrscheinlich irgendwie den Berg hochkraxeln oder so, müssen wir mal gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oder muss ich da runter? Ja, es kann sein, ne? Ich glaube schon. Das sind. Das ging jetzt doch, ja. Dachte, das ging ja nicht. Checkpoint.
So. Keine Panik, ich bin noch da. Oh, was macht er denn jetzt? Oh, der ist aber ein bisschen gereizt, der Gute. Wo ist er denn? Ach, da. War jetzt auch nicht so spektakulär. Okay, der Fisch will gar nicht mit mir reden, das ist kein Ding. Genau meine Größe. Nennt mich auch Schwamminator. Ja, Schwamminator, sehr gut. Den Schlüpper brauche ich nicht. Bin noch voll. Geschenke öffnen ist klasse. Wer mag das nicht, ne? Geschenke zu öffnen ist doch... Komm ich da hoch? Nee. Zumindest nicht hier. Oh, zwei blaue Quallen? Oh, nicht erwischt. Gut. Ja, irgendwie könnte ich jetzt versuchen, da hochzukommen, aber ich weiß noch gar nicht genau wie. Von hier könnte ich da bestimmt. Oder? Komme ich da auf so eine Blume drauf? Nee. Ach, und da bestimmt. Ja. Gut, und dann muss der so rüberhüpfen. Nee, das ist eine andere Blume. Verdammte Axt. Gut, wie komme ich da rüber? Oder kann ich da trotzdem drauf springen? Aha, okay. Ja, nein, was? Ja, nochmal versuchen. Also, das fühlt sich gerade so an, als würde ich da gegen eine Wand springen, aber... Ja, das geht dann wohl nicht. Das ist ja komisch. Ja gut, vielleicht muss ich von oben nach unten springen dann. Das weiß ich noch nicht genau. Schauen wir gleich mal. Oh, was ist das denn? Kegeln oder was? Blasenboarding beherrschen. Das kann ich wohl offenbar noch nicht. Nee. Gut. Dann ohne Blasenboarding. Ka-ching. Oh. Ach so, da ist halt eh nur ein Schlüpfer, ne? Da haben wir genug. Ja, machen wir den hier noch hin und dann... Ah! So. Okay, dann geht das jetzt hier... Was ist das? Das ist Schlamm. Ja gut, das müssen wir ja schauen, dass wir nicht schwimmen können. Das ist ja nicht neu für uns. Das ist aber mutig, ne? Sind wir so mutig? Ja, sind wir, aber wir sind nicht gut hier noch. So, den ganzen Kram einkassiert. Ist ja knapp, ey. Und das alles wegen einem Coin, oder was? Naja, immerhin konnte ich dann mit einem guten Sprung wieder weg. So, den haben wir weggemacht. Aha, guck mal. Jetzt kommt man von hier da nämlich easy peasy. Oder um zur Socke. Dann machen wir das gleich mal, ne? Auch wenn das hier wahrscheinlich nicht gut enden wird. Aber doch, ich sehe nicht. Der Schatten von SpongeBob, der hilft mir ganz gut hier. Hervorragend. Wow. Ah, okay.
So wie die Socke aussah, absolut. So, das ist das Bungee-Jumping-Ding, nehme ich an. Ne? Ja, genau. So, jetzt würde ich hier natürlich gerne wieder weg. Aha. Edel, brauchst du wenigstens nicht diesen verrückten Weg wieder zurücklaufen. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt nicht, wo es weitergeht. Ach, hier, einfach. Oh! Augen auf. So. Was haben wir hier? Eine Teleportkiste. Ah ja. Jetzt haben wir es. Ich kann mich jetzt quasi von hier nach da drüben teleportieren. Das ist natürlich ganz cool. Duplikatron. Produziert Roboter, bis er zerstört wird. Ei, ei. Alter. Ja, er hat das gesehen, ey. Voll dagegen geschossen. Okay, ja, ja. Hat er mir gesagt, dass es knallt. Wusste jetzt nicht direkt, dass das Ding explodiert und mir gleich hier einen Schlipper nimmt. Aber wir haben hier noch einen rumliegen. Also alles chillig. So, dann machen wir das Tor hier auf. Pfannwender. Den dritten Pfannwender haben wir jetzt. Achso. Wow, Meerjungfrau Mann. Ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwabenjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Na, genau, ey. Wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Ja. Komm, ich nicht drumherum. Die machen, dass ich mich selbst haue. Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Ja, das ist mir auch lieber. Wir laufen mal lieber hin. Wow. Achso, wieder so eine Teleportkiste. Was haben wir? Den Kasper machen wir mal weg. Was haben wir hier? Eine Rutsche. Geil. Ab geht die Fahrt. Achso, dann muss ich einfach durchrutschen. Nein! Ich versuche natürlich so viele Dinger wie möglich. Okay. Super Combo. Das war massig viel Spaß. Das sollte ich irgendwann noch mal machen. Autsch! Ja, gut. Ich glaube auch. Die Kiste ist schon offen? Ja. Ja! Alter. Checkpoint. Die Mucke ist ja fetzig, ey. So, was muss ich machen? Vielleicht. Ja, das schaffen wir, ne? Mal uns hier durchkämpfen, schön gediegen. Ja, das ist ja machbar für uns. Ja, gut, er produziert zwar neue. Shark. So, den machen wir nochmal weg hier. So. Und hier gleich mal wieder aus dem Weg, genau, damit der auch nicht mehr diesen Mist hier produziert. Mist. Weil ich den einen nicht mit erwischt habe, war das jetzt fast klar. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Und abklatschen. So, jetzt kann ich auch zu Patrick. So, mal gucken, wo ich da jetzt anfangen muss. Ich glaube, von hier auf rein. Na. SpongeBob. Puh,
Ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Sehr nice. Ich sag dir was, diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay.